The mighty Titan is here. Tell me. At your service. Our soldiers are in trouble. Oh, das ist aber gar nicht nett. Geh mal ein Stück zurück. Das sind aber ganz schön viele. Na, kommt nur. Hello. Yes. Too easy. Ja, es dauert halt schon. Sie haben zwar extrem hohen Angriff, aber... Und Rüstung haben sie so viel wie Soldaten, was sie echt interessant macht, aber trotzdem. Geht mal hier zurück. Kann ich noch einen? Hier gibt Gold. Ah, ich kann noch ein paar Soldaten rausdrücken. Wo eigentlich? Ach, was? Is everything okay? Let's go. Oh, the infected. They're so rude. Macht nicht zu viel Kraft, wenn's geht. Okay. Die haben es auf jeden Fall nicht mitgekriegt, das ist schön. Da will ich gerne noch was haben. Das bringt mir wahrscheinlich eh nichts mehr jetzt. Aber ich kann hier dieses ganze Zeug noch holen. Ich vermute, hier wird richtig viel auf uns zukommen, weil ich glaube nicht, dass so viel hier an der rechten Seite kommt. Aber das kann ich halt auch nicht wissen. Angriff kommt jetzt auch bald. Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen was zerstört kriegen und Rohstoff ist uns sichern können. Mehr Titanen. Warte, wo? Ach du Scheiße. Wieso hat denn der jetzt angegriffen? Der Titan wird das eine Weile überstehen. Der ist Prügel gewohnt. Ah, ja, das ist natürlich auch nicht schön. Warum ist das immer noch nicht repariert eigentlich? My machine is ready. Here we go. Hello. At your service. Gut, lass mal hier. Good morning, sir. My pleasure. Was kommt denn da an? A swarm of infected is heading into the colony. Orders, sir, they are approaching that one. Hello. My machine is ready. Let me destroy them. Yeah.
Wir haben dann noch nach diesem Angriff 10 Tage Zeit. Aber ich glaube, meine Expansion läuft tatsächlich sehr stark schneller jetzt. Zumindest gefühlt. Ah ja, jetzt kommt das Eisenproblem wieder. Das Gute ist, ich habe einen Mute mich wieder rausgezogen. Okay, achso, die kommen eh vom Norden. Ich würde sagen, den Angriff nehmen wir für diese Folge noch mit. Und dann gucken wir einfach mal. Die ist immer noch nicht repariert. Ah, deshalb kann ich das die ganze Zeit nicht bauen. Ach, das kann ich ja die ganzen Gebäude nicht bauen, für die ich das brauche. Hier kann ich dann den Giganten richtig schön ärgern, wenn ich ihn hier rüberziehe, weil er dann hier nicht durchpasst, weil er zu fett ist, sondern nur hier. Beziehungsweise gucke ich dann erstmal, ob es hier noch was ist, weil dann würde ich hier massiv verteidigen und hier, damit ich dann hier rüberschießen kann. Und bei der Gelegenheit, ehe ich es wieder vergesse. Ich brauche doch haufenweise Stein und dergleichen. Dann sollte ich mir das Zeug vielleicht auch mal holen. Hm. Da wäre es perfekt. Da geht's aber nicht. Holz wollte ich eh noch mehr holen. Ach, das ist ja ein Witz. Hört sich gar nicht so schlecht an. Excuse me? Let's go. Just tell me what to do. Okay, das wird jetzt schon ein richtig, richtig heftiger Angriff. Schon die Welle? Nee, kann gar nicht sein. Ich hoffe ja darauf, dass ich gleich noch Steinmauer davor bauen kann. Jetzt habe ich, ich habe noch nicht mal alle Baum. Es kommt ja eigentlich gleich noch ein. Genau. Na, das ist ja mal wirklich sinnlos. Obwohl 120 Gold Einkommen lohnt sich aber, glaube ich, fast. Ja, das sind 3600 Gold, was ich da letzten Endes einnehme. Aber ich nehme lieber dich. What can I do for you, sir? Oh, hello. Oh, hallo Gold. Oh, da geht's schon los. Mal sehen. Naja, bisher schießen wir die doch super gut ab. Wenn das, ich glaube, das ist schon die Welle. Ich habe nur Angst, dass die Mutants gleich mit ankommen. Okay, ich werde noch nicht verletzt. Wo sind denn die?
Wo ist denn der andere? Seh dich schon, da bist du. Naja, das will ich nicht gleich eine Infektion der Kolonie nennen, aber... Wenn ihr das sagt... Drei Stück. Wo bist du? Da. Wollte aber noch mal extra reinschießen, damit sie auch wirklich tot sind. Da ist ein Durchgang, das ist ja blöd. Na, sie kommt durch. Ist kein Problem. Hab ich vorgesorgt. Ihr zieht euch mal zurück. Lalalala. Sieht man mal, wie groß die Welle noch ist da hinten. Bisher bin ich noch nicht mal bei meiner eigenen Verteidigung angekommen. Ist ja gerade ein Titan gestorben. Nicht so aus. Du schießt auch aufs höchste Ziel. Ne? Das heißt, mal aufs höchste Ziel schießen. Ich will aber nur zwei von euch. Nehmen wir die beiden. Okay, Mighty Titan, ich kann dich mal da oben gebrauchen. Die HP will weglaufen, schafft's aber nicht. Ich wird einfach mitgerissen. Ziehen uns nochmal zurück. In der Hoffnung, dass die uns jetzt nicht finden, da drüben. Da ist mir der. Lauf schon da durch, ihr Klopse. Oh lololol, mit Schockturm läuft es natürlich noch besser. Das war's eigentlich schon. Ihr werdet dann gleich mal nach oben ein bisschen säubern. Ne, ihr holt dann gleich die Stadt. Abmarsch. Macht sie fertig. Tag. Oh, wir haben bis Tag 73. Ah, guck mal, das habe ich befürchtet. Ich möchte natürlich Rache.
can I do for you, sir? Du könntest mal mitkommen, denn ich habe ja ein paar Leute, mit denen ich ein bisschen Stress habe, und die würde ich gerne vernichten. Ich hätte natürlich jetzt auch gerne einen... Wie spät haben wir es denn eigentlich? Okay. Ich hätte jetzt gerne ein paar Sachen, die toll wären. Der Markt hier wäre nicht schlecht. Mann, da werde ich aber noch viel Zeug brauchen. Vor allem können die hier durch, das ist nicht gut. Das ist einerseits gut, andererseits aber auch nicht schön. Gut, weil das ist die perfekte Stelle, um sie dann aufzuhalten, wenn es drauf ankommt. Also solche Engstellen, wenn sie wirklich von hier kommen, dann werden sie natürlich hier unten durchgehen. Das habe ich nicht bedacht. Aber vielleicht kann ich auch welche hochlocken dann noch. Ich bin schon so gespannt, wenn die Karte geöffnet wird. Und ich habe auch ein bisschen Angst davor. Weiß nicht, was überwiegt. Da ist das Eisen, was ich brauche. Let's go. Is it tea time already? Habe ich nicht noch irgendwo Öl gehabt? Kann ich da Öl rauszipfen? Nee. Wäre auch sehr skurril, wenn ich ehrlich bin. Ja, da war noch. Klicks auf 12. Das Spiel hat mich wieder schon wieder total in seinem Bann. Furchtbar. Ja, weißt du, also die schwachen Infizierten werden die bestimmt überrennen. Das Verrückte ist, da können ungelogen Hunderte kommen. Wenn die sich auf die konzentrieren, haben die keinerlei Chance, irgendwas zu bewirken. Ich brauche viel mehr Titan. Und ich habe auch bestimmte Sachen noch nicht erforscht, die ich gerne hätte. Die Giganten machen mir ein bisschen Angst. Ja, die könnten mir wirklich zum Schluss das Spiel versauen. Order, Sir. Deshalb. Yeah. Kommst du jetzt mal mit? Denn ich zeige euch gleich, wie man einen Giganten tötet. Habt ihr ja noch nie gesehen bei mir. Da ist das Ende der Stadt und der Gigant ist draußen. Wir sind eine große Verteidigungsfront, die man eigentlich nicht haben sollte. Boah, die habe ich mir gleich mehrere Häuser mit einmal. Cool. Ja, das wirst du jetzt nicht mehr retten können, glaube ich.
Die haben aber leider keinen Rückstoß, das ist das Problem. Geh mal weg. Vernichte das mal. Jetzt haben wir uns noch mehr Häuser. Brauchen wir uns mehr Strom. Brauchen wir uns noch ein bisschen Essen. So, und da ich das Geld jetzt habe, Wespen wären auch nicht schlecht. Das war die Stadt. Wir haben die Stadt geräumt. Gott, die ist so gemein. Is everything okay? Du musst jetzt mal leider das Opferlamm wieder spielen. Das kennst du ja schon. Ja, du wirst das bestimmt rocken hier mit deinem Bogen. Wir haben zwar zwei Miniguns an beiden Armen, aber du schaffst das. Aha, oh nein, Mist. Hat sogar getroffen. Hört das jetzt bald mal auf? Hauptsache, greift nicht an. Noch nicht. Ignoriert auch nicht den Flächenschaden, den der Typ macht. Weil der auch richtig übel ist. Jetzt habe ich viel Geld. Vollstrecker sollte ich auch machen, vielleicht auch mal die Mega-Farm, aber ich mache jetzt mal die Vollstrecker. Die Mega-Farm lohnt sich jetzt eh nicht mehr, jetzt ist viel zu spät dafür. Das hätte ich alles viel eher machen müssen. Oh, die sind so übel drauf. Good morning, sir. Okay, das müssen wir jetzt aber eigentlich schaffen. My machine is ready. Oh, dich brauche ich dann hier gleich. Und ihr alle zerstört mal alles, was ihr in der Umgebung finden könnt, irgendwie. Ich will jetzt nach unten alles räumen. Beziehungsweise dich würde ich tatsächlich behalten. Du kannst mir das ganze Zeug hier sammeln. Okay, wir haben die Wespen.
auch nicht so schlecht, wenn ich da eins hinbaue. Attention. Building completed. Orders, sir. This better be good. Just tell me what to do. Oben würde ich dann gerne noch mal ein bisschen räumen. Soldiers are in trouble. The mighty Titan is here. Good morning, sir. Attention. Ich ja, schicke ich dich mal da hoch. Mehr davon. Building completed. Ein paar mehr Häuser. Oh, mangels. Ach, am Geld. What? Okay. Interessant. Great. Ernsthaft, das ist wirklich interessant, wie die Karte hier aufgebaut ist. Das heißt, die kommen primär da lang. Schade, dass ich nicht weiterbauen kann. Würde sich hier tatsächlich ganz gut lohnen. Our forces are in danger. Attention. Building completed. Units under attack. What can I do for you, sir? Feel the wrath of the mighty Titan is here. Wer spuckt denn hier die ganze Zeit? Good morning, sir. Let me destroy them. And your sir. Lass mal erstmal auf stehen bleiben. Attention. Building completed. Bauen wir hier nach unten noch? Dann muss ich nicht so eine ewig lange Front verteidigen, tatsächlich. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wie viel abgesperrtes Gebiet ist denn das hier? Bis hierhin. Okay. Das heißt, die werden höchstwahrscheinlich hier lang laufen, auf jeden Fall. Ist das die äußerste Verteidigungslinie? Dann kommen hier noch Schocktürme hin und dann wird das schon passen. Du sammelst weiter. Excuse me? Jolly good. Wow, kann ich hier noch weit rausgehen? Weitermachen. The mighty Titan is here. Ich muss damit davon ausgehen, dass sie mich jetzt gleich hier wieder versuchen zu überrennen mit dem Mutant. Mit einem oder zwei vor allem. The world looks so tiny from up here. Sobald er sich in Bewegung setzt, muss ich mich zurückziehen. Hello. Und könnte tatsächlich nicht so lange dauern. Weil wenn die machen halt richtig viel Krach, wenn die rumballern. Commander? Aber die Mutants sind da relativ feige, die greifen ja nur an, wenn sie einen deutlichen Vorteil haben.
wie wir jetzt gerade wieder feststellen, bewegen die ihren Arsch einfach nicht. Weil sie halt einfach keine Chance hätten. Feiglinge. Und das sind Anführer der Infizierten, also bitte. Jawohl, genau wie die Anführer. Gibt's ja auch solche Anführer. So, die wird sich wahrscheinlich sehr weit verteilen in die Masse. Ich gehe zumindest stark davon aus. You are gonna pay me for this, right? Gotcha. You call that a plan? Our soldiers are in trouble. Order, sir. Let's go. The mighty Titan is here. Naja, macht keine Anstalten irgendwie anzugreifen gerade. Ich war so, da soll hier meine Endverteidigung. Ihr geht mal vor. Oh, auch eine super Stelle zum Verteidigen von unten. Noch ein Titan mehr. The world looks so tiny from up here. You again. I hope you're not wasting my time. Gotcha. Great idea. Attention. No, building complete. Your forces are in danger. They are trying to break through. Ah, jetzt geht's hier langsam los. Aber da muss auch noch viel hin. Vor allem die muss ich alle noch richtig gut verteilen. At your service. Oh, hello. Units under attack. Any orders? So much steam. Let me adjust this valve. Wir sind denn das? 5 und 9. Our soldiers are in trouble. At your service. The mighty Titan is here. Hello. Suchen und zerstören einfach mal. Good morning, oh, guck mal, sir. Stein. Den könnte ich mir holen. Bleibt mal hier. Nicht zu weit gehen und euch nicht zu stark verteilen. Hey! Falsche Taste. Mist. Falsche Taste gedrückt tatsächlich. Commander? Was? Wo? Ach, jetzt greifst du natürlich an, jetzt wo es wieder rückwärts geht für mich. Die sind so feige, die Mutants. Ja, jetzt kommst du natürlich. Machst einen auf starker Mann. Oh.
Ui, das ist aber, jetzt ist aber schlecht. Das habe ich mir anders vorgestellt, aber wir werden das irgendwie... Der hat jetzt natürlich direkt das Tor zerstört. Wie geht's ihm denn? Er hat schon einiges eingeschenkt bekommen. Ach, du greifst den an. Okay, angreifen. Wie steht's bei euch? Ihr habt ja fast alles geräumt, so wie es aussieht. Ich würde euch glatt hier hinter schicken. Da ist eh dicht. Auch euch, ihr müsst mir da mal helfen. Wo? Du bist da? Gut. Ich bin sicher, dass du da bist, ja. Ah, da ist nochmal gratis Strom, den kann ich auch ganz gut gebrauchen. Ich werde dann wieder überall so zwei, drei Titanen an die Ausgänge postieren, einfach nur um sicher zu gehen, dass wir auch nicht direkt geschrottet werden, was ja auch ganz gut passieren kann. Ich brauche mehr Häuser. Ich habe nicht mehr genug Bevölkerung. Das hier wird auf jeden Fall Vollstrecker und das hier wahrscheinlich auch, weil ich gehe fest davon aus, dass die hier lang laufen. So viel muss ich nicht mehr verteidigen. Jetzt ist erst auf die los. Interessant. Wahrscheinlich, weil die aus Fleisch sind und nicht aus Metall. Na klar kommt der jetzt wieder. Excuse me? The world looks so tiny from up here. Our forces are in danger. Good morning, nee, lauf mal weiter. Attention. Building complete. Indeed. Hello. Treffen die dich? Wo passiert denn das gerade? Oh nein, ihr seid mitten reingerannt. My machine is ready. Jolly good. Our soldiers are in trouble. Good morning, sir. Okay, nochmal das gleiche Spiel, weil es mir so gut gefiel. Wie steht's jetzt hier? Hier geht mal zurück. Ihr habt schon viel zu viel abgekriegt. Wow. Versuchen die uns gerade zu rasieren. Da ist noch viel mehr Widerstand als erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ja, ein Glück habe ich die jetzt nicht verheizt, sinnlos. Das hätte jetzt noch ganz anders ausgehen können. Suchen und zerstören. Das könnt ihr super. Ach, ein, ist das ein Gigant? Das, ui, ich habe noch vier Giganten vor mir. Das schaffe ich garantiert nicht mehr.
Den hier holen wir uns aber wenigstens noch. Das heißt, ich muss hier umso mehr Verteidigung hinstellen. Den da oben könnte ich vielleicht noch kriegen. Also zwei könnte ich noch kriegen. What can I do for you, sir? Units under attack. Oh my god, a huge swarm is coming. They are billions. They are approaching from all sides. Also ein bisschen Zeit habe ich tatsächlich noch, bevor es richtig losgeht. Aber richtig losgehen wird's. Ich habe eigentlich viel zu wenig Stein im Allgemeinen gehabt. Ist auch ein bisschen meine Schuld. Also die hier kann ich alle noch wegholen. Da habe ich jetzt wenig Angst, dass es nichts wird. Wow, die hätten wir alle noch bekämpfen müssen. Wo ist denn das jetzt passiert? Ah, jetzt bringen sie meine Soldaten hier um. What can I do for you, sir? At your service. Feel the wrath of Titan. Let me destroy them. Is it tea time already? Wo sterben hier gerade meine Leute? Hier oben, oder? Good morning, sir. Understood. Okay. Good morning, sir. Let's go. Ich habe 11 Titanen. Damit muss ich ja was machen können. You are gonna pay me for this, right? Soldiers are in trouble. Is it tea time already? Sweet dream. Our forces are in danger. Have a taste of my machine. You again. What can I do for you, sir? Den Gigant bitte noch. Sounds interesting. It could be worse. Gigant. Gigant! Komm mal mit! Du Riesenklops! Nein! Lass dich doch nicht von diesen Schwabbeln schlagen! Oh ja, okay, die hat trotzdem noch zerlegt. Ich habe jetzt noch 3 Stunden Zeit, eine Verteidigung, eine Endverteidigung zu bauen. Ja, das könnte deutlich in die Hose gehen. Ich hätte dich gern da unten. Hier habe ich auch viel zu wenig. Ich muss, sobald der hier gefallen ist, muss ich die alle an ihre Position schicken. Das heißt, okay, die hier ist kein Problem. Das hier muss auf jeden Fall noch verteidigt werden. Um vielfache stärker als es eigentlich gerade ist. Das hier ist auch ein Witz. Ja, das wird aber ein letzten. Das wird ein richtiger Spaß. Das Finale, glaube ich, für mich. Das hier könnte einigermaßen funktionieren. Vor allem wegen dem hier hinten. Da kann ich mich halt richtig gut zurückziehen. Hier habe ich nicht mal Wall. Dich müsste ich eigentlich aufrüsten. Und dich. Hier habe ich auch noch nichts. Ich glaube aber auch nicht, dass sie hier lang rennen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die alle hier lang wollen. Wir müssten eigentlich noch ein paar Titanen dahin. Ich mach's mal so. Ich bin jetzt ganz gemein. Ich meine, wenn hier Probleme sind, kann ich ganz schnell die ich hier postiere, rüberziehen.
Das hier, hier fehlt auf jeden Fall noch was. Das ist viel zu wenig. Und ich habe übrigens gelernt, die am besten ein Stück hinter die hier stellen. Und die hier alle erstmal aufs höchste Ziel. Hier habe ich ja auch noch was. Zur Not kann ich dann ein Stück zurückweichen. Vor allem, wenn das hier überrannt wird. Ich werde davon ausgehen müssen, dass es überrannt wird. Das sind zwar nur Ballisten, aber unterschätzt das hier mal nicht. Das ist nicht so schwach, wie man meint. Und das hier auch nicht. Vor allem, wenn da Titanen dabei stehen, die die kleineren Fische rausziehen. Was mir Sorgen macht, ist das hier. Dass die Giganten noch da sind. Dass ich die leider nicht besiegt habe. Vor allem hier oben könnte das ein richtiges Problem werden. Aber hier habe ich auch mit am meisten Soldaten. Deshalb habe ich den jetzt auch unbedingt noch holen wollen. Ach, hier habe ich noch nicht mal... Hier habe ich ja nicht mal so weit gebaut, dass ich da richtig verteidigen kann. Du kommst aber auf jeden Fall dahin. In 3 Stunden bist du zwar nicht gebaut, aber es ist ein Anfang. Hier brauche ich Wall. Hier muss unbedingt Wall hin. Hier brauche ich Wall. Ich werde wahrscheinlich dann gleich meine Häuser ein bisschen einstampfen oder die Ölplattform. Irgendwas muss ich einstampfen. Garantiert. Ich habe viel zu lange für diese blöde Stadt gebraucht. Egal. Das war Let's Play Seiya Blaze für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV und ich mache absichtlich hier einen Schnitt, denn das hier wird sehr grausam. Ich glaube, hier ist gar keine richtige Verbindung. Ich hoffe es zumindest. Dann kann ich die nämlich alle versuchen hier zu empfangen, was aber auch nicht viel besser ist, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich hätte gern mehr von denen noch gehabt. Ein paar Stück. Vielleicht werde ich hier hinten dann einfach wieder meine klassische Opfertechnik machen. Alles opfern und Wall bauen. Obwohl, wo habe ich meinen Steinmetz hier hinten? Den brauche ich natürlich auch. Sonst kann ich hier natürlich keine Steinmauern mehr bauen. Egal. Ich sage ciao mit Wichtlein TV und ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich meine, den kriegen wir auf jeden Fall. Wir hatten 160 Schaden. Der Wall hält noch 2-3 Klopse aus. Ich denke mal, die werden... mit ihren 36 Schaden, die schießen gar nicht 5-mal die Sekunde, weil sonst wären das über 150 Schaden auf ihn. Obwohl, das könnte hinkommen. In der Sekunde? Ne, dann dürfte er nicht mal an uns rankommen, wird er aber. Also, bis zum nächsten Mal. Entscheidend ist vor allem, wo die Angriffe ankommen werden. Vielleicht werde ich dann auch gleich die ganzen Sachen hier nach... Ja, okay. Farm abreißen. Wall dafür bauen. Alles, was aus meiner Sicht erstmal unwichtig ist, wird natürlich abgerissen. Für aus meiner Sicht wichtige Sachen. Die Giganten machen mir Sorgen. Könnte aber auch ein Vorteil sein. Weil ich weiß, die machen auch Schaden an den eigenen Leuten. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao mit Wichtlein TV. Bye, Leute.